Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video, ja, werde ich dir aus meiner Sicht das Erfolgsgeheimnis Nummer 1 im Network Marketing verraten. Und wenn dich interessiert, welches Geheimnis das ist, dann bleib jetzt dran und ja, lass uns loslegen. Ja, wie bereits gesagt, Erfolgsgeheimnis Nummer 1 aus meiner Sicht ist Kontinuität. Ja, man könnte auch sagen Beharrlichkeit, und zwar einfach dranbleiben, bis du dein Ziel erreicht hast. Aber es geht nicht nur ums Durchhalten, es geht nicht nur ums Dranbleiben, sondern es geht darum, ja, über einen großen Zeitraum kontinuierlich die wichtigen Tätigkeiten, die richtigen Tätigkeiten auszuführen. Und deswegen ist gleich zu Beginn erstmal wichtig, dass du dir ja ein großes Ziel setzt. Einfach, wenn du dir nur ein kurzfristiges Ziel setzt, dann kannst du das Ziel vielleicht auch relativ schnell erreichen, ja, und dann ja, vernachlässigt man eigentlich das, auf was es drauf ankommt. Ich werde es gleich noch ein bisschen erläutern und an einem Beispiel verdeutlichen, was ich damit meine. Mein Vorschlag ist immer, wenn du Network Marketing startest, setzt dir am besten das höchste Ziel, was du dir setzen kannst, also langfristig gesehen. Und zwar dann eben die höchste Stufe deines Vergütungsplans, deines Karriereplans, weil dann hast du sichergestellt, dass du dich zumindest selbst committest, so lange die richtigen Aktivitäten zu machen, bis du ja dieses Ziel erreicht hast. Und jetzt kommen wir eigentlich aus meiner Sicht zum Kern der Sache. Und diese Kontinuität ist super wichtig, ja, und die Tätigkeiten sind wichtig, weil es gibt im Prinzip zwei Tätigkeiten, auf die es bei uns ankommt, ja, im Network Marketing. Das ist zum einen das Gewinnen neuer Kontakte, ja, und dann natürlich der Verkauf entweder Produkte oder dann eben die Rekrutierung des neuen Vertriebspartners oder besser beides. Und ja, also das heißt, man kann es unterteilen. Einmal steckt auch im Namen Network Marketing schon drin. Einmal der Begriff Networking, das heißt Kontakte machen, Netzwerk vergrößern, und der Begriff Marketing, also dann dementsprechend werben für die eigene Sache. Und natürlich dann halt beinhaltet es auch der Verkauf der Produkte und ja, Dienstleistungen. Also das heißt, das sind diese zwei Dinge, auf die es ankommt. Und da ist jetzt einfach, kannst du für dich selber einfach gucken, ob du das, was ich dir jetzt sage, ebenfalls als wahr empfindest. Für mich ist es die Wahrheit. Und zwar, wer ist erfolgreicher? Weil oft erlebe ich folgendes Phänomen: Menschen fangen an und dann legen die los wie die Feuerwehr. Das heißt, die produzieren auch relativ schnell Ergebnisse, und dann gibt es so ein Phänomen, dass es dann irgendwann einfach abflacht. Ja? Und das kommt einfach daher, dass einfach diese Kontinuität nicht da ist, ja, die Kontinuität, diese Grundaktivitäten einfach auch auszuführen. Am Anfang ist es natürlich so, man fängt an und da ist jetzt noch kein Team da, du hast noch keine Sales, du hast nichts, du fängst mit Null an. So, und dann machst du automatisch das Richtige, nämlich Networking und Marketing. Das heißt, du vergrößerst dein Netzwerk und rekrutierst neue Vertriebspartner, machst die ersten Verkäufe etc. So, und dann sind die ersten Teampartner dann da, dein Team wächst, und dann passiert was, was ich gern so die Management-Falle nenne. Und das ist mir zu Beginn, als ich mit der Branche in Kontakt kam, ist mir das nämlich dann auch passiert. Du fängst dann an, weil du musst ja dein Team schulen, du musst dein Team ausbilden und so weiter und so fort. Und du fängst dann an, dass quasi deine Grundaktivitäten immer weniger werden. Also die Basisaktivitäten, sage ich mal, also Networking und Marketing, Kontakte generieren, verkaufen, wird immer weniger. Und der Zeitaufwand für das Ausbilden deiner Partner etc. wird immer mehr. Und das ist etwas, was ich die Managementfalle nenne, weil dann einfach Folgendes passiert: Man managt nur noch, ja, anstatt aktiv am Aufbau des Geschäfts ja teilzunehmen, weil der Aufbau passiert nur durch zwei Dinge: Networking und Marketing, also Kontakte generieren und dann eben Sales und Recruiting, ja. So, und ich habe mal dann
als es bei mir damals passiert ist, ich weiß nicht mehr, ob ich es gelesen habe oder ob es jemand zu mir gesagt hat. Und zwar, mit Managen verdient man kein Geld im Network Marketing. Und das ist für mich die absolute Wahrheit. Und immer wenn ich mal so in Teams reinschaue, wo es dann so ein bisschen stagniert und so, dann ist oft, beziehungsweise eigentlich nahezu immer genau das der Grund. So, und deswegen meine Empfehlung, wenn du setzt dir ein langfristiges Ziel, ja, wo du einfach weißt, okay, ich möchte an die Spitze des Karriereplans und einfach nur aus dem Grund, ja, weil du dann einfach weißt, so lange, bis ich dieses große Ziel erreicht habe, verpflichte ich mich selbst, immer wieder diese Basisaktivitäten zu machen. Und du musst diese Zeiträume, in denen du entweder Telefonakquise machst, wo du ja deine Videos erstellst, falls du jetzt hier mit YouTube arbeitest, oder wo du eben halt Marketing machst, ja, diese Zeiten, die musst du dir bewahren und muss die behüten wie so ein Schatz, ja, und da nie, 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 wirklich niemals damit aufhören, ja, auch wenn das Team immer weiter wächst. Es gibt nämlich auch noch einen anderen Grund, warum das wichtig ist, dass du immer diese Basisarbeit für dich weiter leistest, und zwar so lange, bis du tatsächlich dein Ziel auch erreicht hast. Das ist das Thema Unabhängigkeit. Ja, auch so ein Phänomen, was hat jetzt nichts unmittelbar mit Kontinuität zu tun, aber indirekt auch wieder, was ich auch sehr oft sehe. Mal angenommen, du hast zwei Teampartner. Ja, einfach mal so angenommen. Einer davon ist sehr, sehr stark, ja, und der andere nicht. So, und wenn du jetzt aufhörst, ja, dann wird diese eine Person immer eine sehr, sehr große Rolle in deinem Leben spielen, weil wenn die Person sagt, sie geht woanders hin, dann bricht dir dein Haupteinkommen weg, ja. Wenn du aber 100 Personen hast, ja, wenn du breit aufgebaut bist, wenn du 200 Leute breit aufgebaut hast, dann wird jede einzelne Person von der Wichtigkeit her, nicht vom Menschlichen und das nicht vom Menschlichen, nicht von der Zusammenarbeit her, du gibst ja jedem gerne immer 100%, das setze ich zumindest voraus, so ist es bei mir, aber die Wichtigkeit im geschäftlichen Sinne wird immer geringer. Ja, natürlich wird es immer Gruppen geben, die für viel mehr Umsatz verantwortlich sind als andere. Aber wenn du nie aufhörst, an diesen Basisaktivitäten zu machen, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du ja eine Ebene hast, wo, wenn mal ein Teil wegbricht, ja, weil die Person woanders hingeht oder was auch immer, wo du das dann sehr, sehr gut auffangen kannst. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, gibt es dafür einen Beweis, dass das so ist? Ja, kannst du dich einfach selbst fragen. Weißt du, die Menschen, die loslegen wie die Feuerwehr, ja, und dann vielleicht ein Jahr durchziehen, ja, die werden niemals den Erfolg haben wie jemand, der wirklich kontinuierlich dran bleibt. Kannst du dir selbst ein Beispiel machen? Mal angenommen, du machst jeden Tag nur zwei Kontakte und das 250 Tage im Jahr, und dann hast du ja, 500 Kontakte in einem Jahr generiert, ja. So, und jetzt machst du das einfach jedes Jahr, weil es ist deine Basisarbeit, es ist deine Grundaktivität, und du machst es einfach Jahr für Jahr. Nach 10 Jahren hast du 5000 Kontakte, während derjenige, der es nur einmal gemacht hat, ja, oder ein Jahr lang gemacht hat, nur 500 Kontakte hat. Und das meine ich mit Kontinuität. Und genau. Und deswegen solltest du dir diese Zeiten, wo du deine Basisarbeit, deine Grundaktivitäten, deine einkommenserhöhenden Aktivitäten quasi machst, wie auch immer du das Ganze nennen willst, diese Zeiten solltest du hüten wie ein Schatz und die auch von niemandem, ja, stehlen lassen. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Ja, schreib gerne einen Kommentar. Ich freue mich da von dir zu hören, und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Tipp weiterhelfen konnte und dass du für dich da auch ja ein Stück Wahrheit drin siehst. Entscheid es bitte für dich selber, inwieweit ja du diesen Gedanken hier annimmst. Aber ich wünsche dir, dass du ja auch darüber nachdenkst. In diesem Sinne alles, alles Gute. Wenn du Lust hast auf eine Zusammenarbeit mit mir, findest du unterhalb des Videos weitere Infos. Kannst dich gerne mal ja umschauen und dich informieren. Natürlich alles kostenlos und unverbindlich. In diesem Sinne alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.